Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ihr seht es vielleicht schon im Titel eingeblendet, es gibt heute eine neue Mod-Vorstellung. Heute zeige ich euch den Renault K430 GTLF, also ein Großtank-Löschfahrzeug auf Renault. Ich habe dieses wunderbare Prachtstück mir jetzt schon einmal hingestellt und schaue mir das jetzt erstmal im Nachhinein erst einmal an. Ich würde sagen, wir fangen so an, wie eigentlich, wie ich das immer so gehandhabt habe. Mein schweres Wort. Wir fangen vom Äußerlichen erst einmal an. Also natürlich sieht man schon mal, es ist ein ganz klassisches GTLF. Hier haben wir nochmal 10.000, 1.500, also wir haben einen 10.000 Liter Tank in diesem Fahrzeug. Ganz super erbaut wurde das, also das Renault-Zeichen. Was mir da ein bisschen stört, dazu komme ich gleich nochmal, wenn ich in die Fahrerkabine gehe. Aber ansonsten ist das wirklich von Optik schon einmal seinen Punkten wert. Wenn ich jetzt schon mal die Gerätefächer öffne, also das geht hier ganz spontan mit der Taste X auf eure Tastatur, dann kann man das öffnen und zum Beispiel jetzt die Gerätschaften ansehen. Man kann sie aber leider nicht rausnehmen, dieses Fahrzeug besitzt auch kein Strahlrohr oder sonstiges, irgendwelche sonstige Ausrüstungsgegenstände, die man jetzt entnehmen könnte. Ja, hier hinten haben wir noch einen Schnellangriff, eine Feuerlöschkreiselpumpe. Dann haben wir hier auf der rechten Seite noch einmal ein Rolltor, ein Gerätefach mit verschiedensten Ausrüstungsgegenständen, Lüfter, Krümmer, ein Verteiler, Axt, eine Feuerwehraxt, eine Säge, ein Bolzenschneider und so weiter und. Dann haben wir ganz cool hier zu sehen zwei Heckblitzer, nenne ich das jetzt mal. Und vorne haben wir nochmal zwei Frontblitzer. Also das ist schon mal wirklich ein Fahrzeug, das sich wirklich gut anzusehen lässt. So, steigen wir jetzt mal ein und schauen uns mal die Fahrerkabine an. Das ist ja alles im Grauton gehalten, aber man erkennt schon, dass es ein Fahrzeug ist, das gut aussieht. Also die Sitze sehen wirklich richtig gut aus, wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber was mich so ein bisschen stört, guck mal, ich lenke immer noch, aber leider bewegt sich das Lenkrad nicht mit. Das finde ich auch ein bisschen schade, ist so ein kleiner Nachteil. Aber nun ja, und was ich auch noch auf Anhieb gesehen habe, ist, dass man kann den nach draußen sehen. Also ich sehe jetzt hier wie in meinem Beispiel diese Wiese. Also das ist vielleicht sehr gut im Sommertagen, in heißen Sommertagen. Da hat man vielleicht ein bisschen am Rücken noch so ein bisschen Luft. Ist es ein bisschen luftig bei der Einsatzfahrt. Aber ansonsten im Winter, da würde ich mir wirklich hier den Arsch abfrieren. Also ist das jetzt nicht so ganz spontan angebracht, aber ansonsten, man erkennt, dass es jetzt eine Fahrerkabine ist. Sieht am Großen und Ganzen gut aus, bloß man hätte ein bisschen Farbe noch reinklatschen können hier. Oder ein Lenkrad, das sich auch bewegt. Und ansonsten ist das eigentlich alles ein schönes Fahrzeug. So, da würde ich sagen, wir starten das gute Gefährt jetzt erstmal. Und wie man es schon mal sieht, ich habe das Blaulicht eingeschaltet, das seht ihr hier. Dann gibt es natürlich auch den Heckwarner und natürlich unten die Frontblitzer. Die kann man auch separat ein- und ausschalten. Dieses Fahrzeug besitzt außerdem den Blinker rechts, den Blinker links und die Warnblinkanlage. Dieses Fahrzeug hat natürlich auch Licht, eine Hupe und das Beste, jetzt hören wir einfach mal rein, das Martinshorn. Das ist vielleicht das Beste vom ganzen Fahrzeug, also das finde ich wirklich sehr, sehr cool. So, kommen wir mal zu der Sache, ich mache mal kurz nochmal den Motor aus. Das, was mich so ein bisschen stört oder was ich ein bisschen komisch finde, ich weiß nicht, ob das beim Original genauso ist, ich finde das so ein bisschen komisch von der Optik, wenn man das von vorne sieht, also das Fahrerhaus. Das ist so eingedrückt, das sieht so aus, als hätte dieses Fahrzeug schon sämtliche Unfälle gehabt oder vielleicht einen Verkehrsunfall. Ich weiß nicht, ob das jetzt so sein soll oder dass vielleicht absichtlich der Fall war, dass es eigentlich gar nicht so sein sollte. Ich weiß es nicht. Also falls ihr das wissen solltet, liebe Leute, schreibt es mal gerne unter diesem Video in die Kommentare. Das würde mich sehr mal interessieren, warum das so eingeknickt ist. Also bei Renault weiß ich echt nicht, ob das so gebaut wird. Da habe ich leider keine Ahnung. Also von Renault bin ich jetzt nicht so der Fachmann. Da weiß ich jetzt leider weitere Details nicht. So, aber jetzt würde ich sagen, wir kommen mal zum Endpunkt.
Also, wir fahren jetzt erstmal so ein bisschen hier um die Insel in Lost Islands. Ich gebe jetzt einfach mal so ein bisschen mehr Gas und werde jetzt mal mit einer Höchstgeschwindigkeit um die Kurve fahren. Und dann sehen wir anschließend, ob dieses Fahrzeug auf der Straße bleibt oder anfängt zu rutschen. Aber wie man sieht, es rutscht ein bisschen weg. Also, bei einer hohen Geschwindigkeit kann man echt schon sagen, das ist angemessen so. Also, das sollte jetzt auch nicht weiter dramatisch sein. Man muss sagen, das Fahrzeug sitzt wirklich sehr gut auf der Straße. Es fährt sich sehr gut. Es lässt sich sehr, sehr gut bedienen. Also ich habe da jetzt wirklich nichts weiter dran zu meckern. Schalt mir nochmal kurz das Horn ein, dass wir sozusagen ein Einsatzfeeling jetzt hervorrufen können. Das auch nochmal von der Innenperspektive. Also das ist wunderbar. So, dann bleiben wir jetzt mal stehen, schalten noch einmal den Motor aus und dann kommen wir mal zu meiner persönlichen Bewertung, wie ich dieses Fahrzeug bewerte. Also es gibt natürlich Vor- und Nachteile von diesem Fahrzeug, also es gibt sehr, sehr viele positive Dinge und auch ein paar Kleinigkeiten, die ich negativ finde. Aber im Großen und ganz grob gesagt ist dieses Fahrzeug wirklich super. Also wirklich Respekt an diesen Modder, der dieses Fahrzeug erstellt hat. Es ist mal wirklich eine andere Firma, eine Feuerwehrfirma mit einem Renault-Aufbau. Das finde ich wirklich mal eine große Abwechslung. Und da es ein GTLF ist, was ich bisher glaube noch gar nicht habe im LS17, würde das vielleicht in irgendein Projekt mit reinpassen. Also ich würde dieses Fahrzeug im Groben und Ganzen 4 von 5 Sternen geben. Also abgezogen ist halt die Kabine, dass sich Lenkrad, dass das sich zum Beispiel nicht bewegen lässt. Und dass es alles so ein bisschen grau gehalten wurde und dass man zum Beispiel jetzt hier durchsehen kann. Aber ansonsten bin ich damit wirklich sehr zufrieden. Ihr könnt ja mal gerne eure Bewertung zu diesem Fahrzeug unter diesem Video in die Kommentare schreiben. Dann sehe ich auch, ob ihr dieses Fahrzeug mögt oder nicht. Und, Entschuldigung, ob ich dieses Fahrzeug in den nächsten LS17 Folgen verwenden soll oder nicht. In diesem Sinne, liebe Leute, ich wünsche euch jetzt einen angenehmen und einen schönen Tag. Macht's gut, bis dahin, ciao.